Ich bin live. Ich lese aus dem Buch Zeit aus dem Geist, Time Out of Mind. Es ist die frühe Autobiografie von Joan Marshall Grant. Sie lebte 1907 bis 1989 und sie schrieb über ihre verschiedenen vorherigen Inkarnationen. Sie hat 7 Bücher geschrieben über ihre Inkarnationen im alten Ägypten und in Elysium in Griechenland. Und die waren sehr interessant. Ich habe sie in Englisch laut gelesen. Aber wir sind jetzt hier bei ihrer, wie gesagt, Autobiografie. Ich glaube, wir sind hier in 1937 oder so. Das Kapitel war in, der Titel des Kapitels war Chapter of Accidents. Das Kapitel der Unfälle. So, sie hatte Leslie gesucht hier am Ende dieses Kapitel oder dieser Lesung, weil wir sind in sehr, sehr schlechtes Wetter gekommen und sie konnte Leslie nicht finden. Sie war sogar auf Deck gegangen und da war das so nass, sie wurde total auf die Knochen nass und als sie ihn endlich fand, war er in einer philosophischen Diskussion mit dem Barmen und ist aber schnell verschwunden, als er gesehen hat, wie ärgerlich es war. Oh, sie war sehr ärgerlich, sagt sie, weil er hatte sie begrüßt mit den Worten, "My goodness, you look funny." Mein Gott, du siehst aber witzig aus. Und sie war erleichtert gewesen, ihn zu finden, aber dass er sich über sie lustig machte, das fand sie nicht so witzig, also hatte sie ihm eine geknallt. Und er war wirklich wütend, er war angeblich weiß geworden, abgesehen von den Markierungen ihrer Finger, und sagte eisig zu ihr, in einem verspäteten Versuch, dir Manieren beizubringen, werde ich nicht mit dir sprechen für eine Woche. Und das stimmte. In kompletten Schweigen sahen wir Pompeji. Abgesehen, als ich witzige Bemerkungen gemacht hatte und die mir aber selber antworten musste. Niemals hatten wir eine vernünftige Unterhaltung. Wir besuchten Pisa, wo in der Campiro Santo sah ich ein Gemälde, das für mich so furchtbar war, dass wenn wir zusammen gesprochen hätten, hätte ich wahrscheinlich versucht herauszufinden, warum es mich so bewegte, dieses Bild. Aber wir sprachen nicht miteinander. Und nur in 1939, als ich Life as Carola geschrieben hatte, das Leben als Carola, das spielte in 1504, als ich das Buch geschrieben hatte, erinnerte ich es dafür, was es war. Oder ziemlich ein ähnliches Bild. Das hat mich als Kind so erschreckt und mir solche Angst gemacht im 16. Jahrhundert. Wir tauschten nur generelle Informationen auf. Aber wir waren immer noch nicht in Unterhaltungsstimmung, als das Schiff Genua erreichte. Ich sah, wie Leslie mit einem Italiener sprach, der gerade an Bord gekommen war. Ich dachte, es war ein Taut, also jemand, der versucht, irgendwas zu verkaufen. Aber Leslie sagte mir, dass er ein Distinguished Antiquarian war. Also er war ein hoch angesehener Antiquarian. Und als er gehört hat, dass Leslie ein Archäologe war, hat er uns angeboten, einige Pompeian-Tänze zu sehen. Angeblich sind diese Tänze überlebt von einer uralten religiösen Kult. Und es war ein Geheimnis, das gehalten wird. Und niemals wurde es natürlich an Touristen weitergegeben. "Well, he looks like a tout," I replied. Ich sagte, zu mir sieht er aus wie ein Taut, jemand, der was verkaufen will. Du kannst uns ganz einfach überzeugen,
you can easily prove I'm wrong, for if it's a racket, he won't let me come to. Du kannst das mal ganz einfach ausprobieren. Denn wenn das eine Racket ist, also ein Spiel ist, dann wird er bestimmt mich nicht kommen lassen. Okay, ich gehe und frage ihn, sagte Leslie. Die Tickets sind teuer, 2 Pfund. Aber es wäre schade, wenn wir eine so einzigartige Möglichkeit verschwinden lassen. Der Mann sah echt überrascht aus, als er hörte, dass Leslie wollte, dass ich mit ihm komme zu der Party. Aber er brauchte ein bisschen Überzeugung. I told him you were not so narrow-minded as some English women, said Leslie. Ich sagte ihnen, dass du nicht so engstirnig bist als andere englischen Frauen, sagte Leslie. Er war plötzlich netter zu mir, als er seit Tagen gewesen ist. Ich nehme an, einige von diesen Kostümen dieser Tänzer sind vielleicht ein bisschen scanty, also vielleicht nicht so ein großes Kostüm, aber es wird doch natürlich Kunst sein. Es war circa 11 Uhr nachts, als der Antiquarian kam, um uns abzuholen. Er hatte ein sehr altes, dilapidated car, also ein sehr altes Auto. Wir fuhren mehrere Meilen, aber immer im Kreis. Ich habe einen gut entwickelten Sinn von Lokalitäten und ich merkte sehr schnell, dass wir immer wieder an der gleichen Statue vorbeikamen. Und wir überquerten und kamen über Straßen, die ich hundertprozentig schon mal gesehen habe. Und die gingen alle von dem Hafen. Leslie saß neben dem Fahrer. Er war viel zu beschäftigt, intelligente Bemerkungen zu machen in seinem limitierten Italien, um zu bemerken, wo wir hinfuhren. Ich glaube, auch wenn ich ihn gewarnt hätte, würde er wahrscheinlich mir erzählt haben, dass der Mann jedes Recht hat, so zu fahren, dass wir uns nicht erinnern können, wo er hingewiesen ist, um uns die Szene der Mysteriösen zu zeigen. 3 unrasierte Brigands trafen uns an der Tür eines recht scheußlichen, schmutzigen Haus. Und die schuschten uns, nach oben zu gehen. Wir wurden durch eine Tür geschubst. Aber da war kein Amphitheater und da war auch keine Bühne. Es war ein Zimmer, gerade eben groß genug, um 2 Stühle und ein Bett da drin zu haben. Eine Madame mit einer großen rosa Bluse, die aussah wie ein Bonbonspapier, kam hinein und brachte uns ein Programm und fragte in Französisch, was wir zuerst sehen möchten. Das Programm war ein Stück Papier, waren einige Fotografien, ohne Zweifel der Prototyp, der auch im Port Said im Hafen verkauft wird. Leslie wurde rot und sagte, da ist irgendwie ein Fehler gewesen. Diese Frau ist meine Ehefrau, bestand er. Wir kamen, um Tänzer zu sehen. Meine Mädchen und meine Jungs können alles machen, was du willst. Mädchen und Mädchen, Jungs und Jungs, 2 Jungs, 1 Mädchen. Sie weinte entsetzt und hörte sich schriller an als eine Marktfrau, die Reife ihrer Tomaten verteidigt. We don't want to see anything, said Leslie desperately. Wir wollen überhaupt nichts sehen, sagte Leslie verzweifelt. In meinem Land, the femme du monde do not inspect the antics of the femme de semi-monde, I added in governess French in devastating pomposity. In meinem Land sind die Damen der Nacht
In meinem Land inspizieren die Damen der Nacht nicht die Antiques der Damen in der Halbnacht. Ich fügte das in Governess Französisch bei, mit einer großen Pomposität. Als wir versuchten, aus dem Zimmer herauszukommen, schrie die Madame ganz laut und die drei Brigands standen in der Tür. Der größte und besonders böse aussehende murmelte in passablem Englisch, £10 if you see and that includes a bottle of Asti. £20 if insult us by not seeing. Then he banged the door in our face. Der größte der alten Männer, der böse aussehenden Männer sagte in passablem Englisch, £10, wenn du siehst. Und das included eine Flasche von Asti. £20, wenn ihr uns beleidigt, indem ihr nicht seht. Und dann knallte er die Tür zu in unsere Gesichter. Wir müssen das jetzt machen, sagte Leslie, verzweifelt. Damn it, it won't kill you and you can keep your eyes shut. You shouldn't have come. Verdammt nochmal, es wird dich nicht umbringen. Und du kannst deine Augen zumachen. Du hättest ja nicht kommen sollen. Ich bleibe hier nicht, sagte ich. Oh mein Gott nochmal, sei ruhig. Mach bloß keine Szene. Die holen uns, die werden uns vielleicht erstechen, weil sie Angst haben, dass wir zur Polizei gehen. Die Wut umgolfte mich und machte mich, und ich fühlte mich mindestens zweimal größer als meine normale Größe und ich fühlte mich super stark. Ich riss die Tür auf und schubste die Frau, die Madame über, denn die saß und hörte am Schlüsselloch. Vielleicht dachten diese Brigadants oder diese Männer, die da waren, dass ich einen Revolver hätte, denn sie gingen sofort zurück und runter von der Passage. Sie gingen so schnell, dass einer von ihnen kopfüber die Treppe hinunterfiel. Er stöhnte, als wir über seinen Körper sprangen, und ich hoffte, dass er sich zumindest ein Bein gebrochen hat. Falls die uns beobachten sollten von einem Fenster, gingen wir recht langsam, bis wir zur Ecke kamen. Dann fingen wir an zu rennen, bis wir die Statue wieder sahen, und ich wusste, dass wir innerhalb von 100 Yards vom Hafen sind. Und wir mochten uns wieder, denn vom Fenster unseres Waggons und auf unserem Weg nach Paris sahen wir die Villa Olivier, wo wir unsere Hochzeitsreise verbracht haben. Und wir entschlossen uns, eine weitere Hochzeitsreise zu haben, so wie wir sie vielleicht geplant hätten, so wie wir sie geplant hatten in Kairo. Aber das Schicksal gab uns schon wieder einen Joker. Wir kamen am Donnerstag vor Ostern an und erreichten die Bank gerade in dem Moment, als sie zumachte. Sie würde nicht wieder öffnen, bis das Wochenende vorbei ist. Und wir hatten keine Traveler Checks. Und nur einen Letter of Credit. Jeder von uns hatte gedacht, dass der andere Geld hat. Aber zwischen uns hatten wir nur circa 10 Shillings. Och, verdammt nochmal, sagte Leslie. Er saß auf dem Bett in dem kleinen Hotel, wo wir eigentlich nur schlafen wollten. Wir können nun noch nicht mal unsere Tickets für nach Hause kaufen, bis die verdammte Bank endlich aufmacht. Wir sitzen fest. Nein, wir sitzen nicht fest, sagte ich. I have been stuck without money so often that I hit 4 or 5 in the most of the money. Ich bin so oft schon ohne Geld gewesen, dass ich 4-5 Pfund Noten in dem falschen Boden von meinem Juwelierkasten gesteckt habe.
bevor wir England verlassen hatten. Ach, sagte Leslie, die habe ich doch schon gefunden, als wir in Kairo waren. Aber wir verhungerten nicht, denn der Patron von dem kleinen Hotel hatte sich gefreut, dass wir nicht diskriminierend waren. Und als wir sagten, dass wir en pension bleiben, bedeutete das, dass wir etwas zu essen bekommen. Es ist wirklich nicht oft, dass man einen ganz schlechten Koch in Frankreich findet. Aber der war hier eingeheuert. Es war das scheußlichste Restaurant. Es war wie das scheußlichste Restaurant in England. Vielleicht bin ich ein bisschen unfair. Und es war der Bootboy, der das Kochen machte. Aber sicherlich aß kein anderer in dem dunklen kleinen Essraum. Und da war auch keine Lizenz, also konnten wir nichts trinken. Oder keinen Wein trinken. Paris, auch zwischen den Kriegen, hatte wenig anzubieten für 10 Schillings. Wir gingen und guckten in die Fenster der Shops. Wir gingen um den Louvre und das Musée de Cluny. Selten sind wir weit gegangen, denn wir mussten in richtiger Distanz bleiben, um unser nächstes scheußliches Essen zu bekommen. Am Ostersonntag hatten wir Sandwiches gekauft. Wir nahmen die Metro nach Bois und hatten einen Picknick unter einem Baum. Und das war tropfend mit Regen. Es fügte zu unserer miserablen Laune bei, dass wir beide eine Erkältung bekamen. Und auch als die Banken ihre Türen öffneten, war unser Gefängnis unser Hotelzimmer. Denn ich musste im Bett bleiben für 3 Tage und ich aß Dosen mit Kaviar, die Leslie mir brachte als Konsolation. Denn er hatte das nicht gefangen, diese Erkältung. Auf der Vorderseite der Parisier Daily Mail sah ich eine Schlagzeile. Famous scientist rescue mother superior from blazing convent. Ein berühmter Wissenschaftler rettet die Mutter superior von einem brennenden Konvent. Das war mein Vater. Ich nahm das Telefon und wie durch ein Wunder hatte ich eine klare Leitung nach Hailing. Der Konvent war verbrannt um 3 Uhr morgens und Vater hatte geholfen, die Reverend Mutter zur Sicherheit zu tragen. Eine Nonne war verbrannt. Die Kinder waren alle unter 7, wurden in Sexes geteilt, also wurden zwischen weiblich und männlich geteilt und schliefen im Musikzimmer und im Billardzimmer als in Secret. Mutter, so hatte mir jedenfalls Vater erzählt, war in der Top auf ihrer Form. Sie hatte die ganzen Nonnen zu Bett gepackt und gab ihnen starke Sedative, also Beruhigungsmittel, obwohl sie zwar protestierten. Und sie schaffte es, Frühstück zu machen für über 100 Leute. Und das ist noch nicht mal mit den Feuermännern, die da waren. Lokale Händler wurden aufgewacht, bevor dem Morgengrauen, um Eier zu bringen und Schinken. Hier ist nichts, worüber du dir Sorgen machen musst, sagte Vater. Deine liebe Mutter amüsiert sich wunderbar. Ich werde Gillian mit Miss S nach Croydon schicken.
Mutter hat viel zu viel zu tun. Gott weiß, wie lange sie alle hier bleiben. Und da ist hier kein Grund, dass wir auch eine Erkältung schnappen sollen. Ich hatte schon gehört von Diana, dass die Puppen, die ich bestellt hatte, von den Zeichnungen von Hagar und Muffin, waren angekommen in Beaufort Street. Und dort lebten im Moment Diana und Stan, während wir unterwegs waren. Und diese Puppen würden nach Croydon gebracht werden, sodass Lillian denken konnte, dass sie actually mit mir nach Hause geflogen sind. Als unser Flugzeug landete, sah ich, wie sie wie verrückt winkte von dem Dach des Zollgebäudes. Ich war so glücklich, überglücklich, dass ich sie wieder zurück habe, dass ich Angst hatte, ich würde in Tränen ausbrechen. Aber nachdem wir uns umarmt hatten, war ich in der Lage, ganz cool zu sagen, ach, diese bösen Kinder, jetzt haben sie sich irgendwo wieder versteckt. Rugger, Muffin, wo seid ihr? Und sie fand sie. Sie saßen auf einem großen Haufen von Koffern. Oh, Mami, they're real. Och, Mami, die sind ja wirklich, die gibt es ja wirklich. Bless her heart. She never told me until years later that she was secretly disappointed to find that Rugger and Muffin were not people, as they had been in my stories, but only dolls. Sie hat mir erst viele, viele Jahre später erzählt, dass sie eigentlich enttäuscht gewesen war, zu finden, dass Rugger und Muffin Puppen waren. Denn sie war als Kind überzeugt gewesen, dass sie richtige Menschen waren. Das ist ja niedlich. Okay, das ist das Ende des vierten Teils. Hier jetzt fängt der fünfte Teil an. Highlands. Da ist sie dann wohl wieder back in Scotland. Ich wünsche einen schönen Dienstag.